Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal Bonnie and Clyde 2011 Tutorials. Es geht heute wieder um eine User-Frage, nämlich Mike hat mir zum Thema Facebook-Seiten-Plugin gefragt, wie es oder ob es möglich ist, das Pluszeichen von dem Side-Panel zu ersetzen durch zum Beispiel F, um zum Beispiel den Seitenbesuchern halt mitzuteilen, dass sich dahinter das Facebook-Plugin verbirgt. Ja, dazu brauchen wir ein bisschen was. Ihr könnt ja da jetzt zeigen, welche Datei du dafür ändern musst und wie das funktioniert. Besser ist allerdings, ich zeige euch, wie ihr selbst darauf kommt, beziehungsweise wie ihr selbst das rausfinden könnt, weil so wie das jetzt da hier funktioniert, funktioniert das mit jedem anderen Element auf der Seite. Dafür brauchen wir nur ein einziges Plugin für unseren Browser, nämlich Firebug. Das gibt's für Firefox und Chrome. Einfach öffnen, das gute Teil und halt zu Firefox hinzufügen. Wenn ihr das drinnen habt, dann habt ihr da rechts oben so einen kleinen Käfer, mit dem ihr das dann aktivieren bzw. deaktivieren könnt. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, worum es sich in dem Video handelt, hier haben wir das Side-Panel und da ist also ein kleines Pluszeichen. Und da hätte Mike gerne ein F oder sonst irgendwas halt hinterlegt, um halt zu suggerieren, was sich dahinter verbirgt. Ja, wie stimmen wir das an? Als allererster starten wir mal Firebug. Damit öffnet sich diese Konsole hier unten und ihr seht, wenn ihr da mit der Maus drüber fahrt, seht ihr, welche Zeile für welchen Platz zuständig ist. Wir wollen aber jetzt nicht herausfinden, welche Zeile was macht, sondern wir wollen herausfinden, was für gewisses Element hinterlegt ist. Das kann die Schriftgröße, Schriftfarbe, man kann damit alles herausfinden. Da gibt es dieses kleine Symbol hier neben Inspektor, dass man Element auswählen kann. Da klickt man einmal drauf und dann geht man zu dem Element, was man untersuchen möchte, nämlich hier dieses Side-Panel. Draufklicken, dann ist das eingeloggt. Und dann wissen wir, in dieser Zeile befindet sich der ganze Text. Und hier herüben sehen wir halt die ganzen Einstellungen. Und da müssen wir jetzt einmal ein bisschen runterscrollen. Und da haben wir es auch schon. Wenn man mit der Maus hier drüber geht, über Images, Moduls, Left Panel, Toggle.png, wird uns dieses Bild auch gleich angezeigt, damit man weiß, worum es sich dabei handelt. Das ist ein Bild, welches 52 Pixel mal 110 Pixel groß ist. Und das ist auch tatsächlich das Bild, was wir jetzt bearbeiten möchten bzw. müssen. Wir haben hier den Pfad angegeben, Images, Moduls und dann halt den Dateinamen. Das bezieht sich allerdings auf den Ordner des Templates, nicht der Joomla-Installation, weil das ist ein Teil des Templates und wird natürlich auch im Template-Ordner so hinterlegt. Ich öffne mal, wo ist meine Maus da unten? Ich öffne mal den Ordner. Ich bin doch schon an der richtigen Stelle und da kann man das nachvollziehen. Hier habe ich meinen XAMPP-Ordner. Wir sind ja jetzt hier auf einer lokalen Installation, htdocs. Mein Server heißt Test. Und dann bin ich reingegangen auf Templates. Jetzt sage ich das nochmal. Das ist meine Joomla-Installation. Und da gehe ich auf Templates rein. Und hier steht ja, rechts unten, kannst du das immer noch lesen, Images, Moduls. Man kann auch hier auf Images gehen. Ist aber der falsche Ordner. Das ist nämlich der Joomla-eigene Image-Ordner. Also wir müssen zuerst auf die Templates, dann unser Template aussuchen. Dann auf Images, dann auf Moduls und dann sind wir dort, wo wir eigentlich hinwollen. Natürlich könnten wir jetzt das Originalbild bearbeiten und sagen, das war's. Aber es gibt eine richtige und eine nicht so richtige Variante. Die nicht so richtige Variante jetzt, dieses Bild direkt zu bearbeiten. Die bessere ist, dieses Bild zu bearbeiten, unter einen neuen Namen abzuspeichern und dem Template dann in einer custom.css-Datei zu sagen, hey, dieses Bild soll jetzt verwendet werden. Und so machen wir das auch. Wir kopieren das Ganze mal auf den Desktop. Ah, das habe ich schon kopiert. Hier haben wir es. Und dieses werden wir jetzt einmal bearbeiten. So, nochmal zurück.
dazu verwende ich Photoshop. So, da habe ich gerade experimentiert. Das verwerfen wir jetzt einmal. Warum verwende ich Photoshop und nicht Paint? Weil Paint nicht sauber arbeitet bei PNG-Bilder. Und ich möchte nicht einen weißen Rand um meine Grafik dann herumgezogen haben. PNG zeichnet sich dadurch aus, dass es auch einen transparenten Hintergrund haben kann. Was wir heute ja in diesem Fall nutzen. Ihr seht jetzt hier, alles was weiß ist, ist später transparent. So, wir sagen hier Open, gehen auf Desktop, scrollen runter zu unserem Left Panel Toggle, öffnen das. Machen wir das einmal ein bisschen größer, damit wir da auch, damit wir da auch etwas sehen. So schaut das aus und ihr seht jetzt hier hinten so ein grau-weiß gekacheltes Muster. Überall, wo ihr dieses Muster seht, ist kein Hintergrund hinterlegt. So, dann müssen wir natürlich irgendwas da drüber pflanzen über dieses Pluszeichen. Und da haben wir natürlich auch schon etwas vorbereitet, nämlich hier eine Grafik von Facebook. Die ist jetzt da hier zu groß. Da locken wir das ein, dass das Seitenverhältnis gleich bleibt. Damit wir das nicht verziehen. So. Und dann schieben wir das einmal an die gewünschte Position. Das schaut schon mal nicht so schlecht aus. Das passt. Nicht verwundern. Das ist jetzt alles unscharf. Warum? Weil wir das auf 500% Größe skaliert haben, jetzt zum Betrachten. Und jetzt müssen wir natürlich diese Ebene duplizieren. Duplicate Layer, Name ist mir jetzt in diesem Fall egal, und ziehe das Ganze mal hier rüber. So, perfekt. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch speichern. Save as, und zwar speichere ich das gleich in meinem Fall, ich speichere das zuerst auf den Desktop. Sicher ist sicher. Nicht als PSD, sondern als PNG, und den Namen ändern wir in Left Panel Toggle minus FB für Facebook und sagen Speichern. Jetzt werden wir gefragt, wie er das komprimieren soll. Soll er keine Kompression vornehmen, dann geht das Speichern schnell. Ist bei dieser Dateigröße nicht wirklich wichtig, weil das geht trotzdem innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Und die zweite Einstellung ist, er soll es so klein wie möglich machen, dann dauert das Speichern etwas länger. Ich lasse es jetzt einfach so, weil es ist egal in diesem Fall. So, dann haben wir das schon mal auf unserem Desktop gespeichert. Für diejenigen, die jetzt auf dem lokalen System unterwegs sind, die müssen das nur in diesen Ordner reinkopieren. Und für diejenigen, die auf dem Server arbeiten, die müssen das dann mit FileZilla zum Beispiel auf die Serverumgebung in den richtigen Ordner hochladen. So, kopieren, wieder öffnen und hier einfügen. So, jetzt haben wir schon mal die Grafik hinterlegt. Der nächste Schritt ist, herauszufinden, wo der Quellcode sich dafür verbirgt. Und das steht ebenfalls hier rechts drinnen. Hier haben wir ja die Grafik. Und er sagt uns in der Template 10 CSS, in der Zeile 8256 finden wir diesen Code. Unter anderem halt auch das Background Image für diese Modulposition. Und das haben wir hier. Also wieder in den Ordner. Wir gehen wieder auf unser Less All Arounder. Komplett zurück in die Serverumgebung, damit das jeder nachvollziehen kann, was ich da überhaupt mache. Wir sind jetzt hier auf der Serverumgebung. Dann müssen wir wieder zu Templates. Less All Arounder. Da gibt es jetzt einen Ordner, der nennt sich CSS. Den öffnen wir und da finden wir jetzt auch tatsächlich die Template 10 CSS. Die da mal jetzt einmal öffnen mit einem HTML-Editor. Hier sind wir. Und ich bin auch schon, weil ich das vorher schon vorbereitet habe, schon an der richtigen Position. Wir haben hier das Sidepanel in der Zeile 8256. Und ihr seht, wie weit ich da nach unten scrollen habe müssen, um die Zeile zu finden. Und diesen Code, den kopieren wir uns jetzt. Und zwar
von hier oben, von der Raute bis da nach unten zu der geschlossenen Klammer. Das ist ganz wichtig, dass vor der Raute markiert wird und zur geschlossenen Klammer. So, das Ganze kopieren wir, weil damit erstellen wir jetzt da unsere Custom CSS. Es ist immer besser, eine Custom CSS anzulegen und alle Änderungen dort vorzunehmen. Warum? Weil wann das nächste Mal ein Update kommt für dieses Template, würde alles, was darin passiert, wieder verschwinden. Das heißt, es wird eine neue CSS-Datei erstellt und dann sind wieder die alten Bilder da und das wollen wir ja nicht. So, wir sagen ganz einfach, ich glaube, das ist ein neues HTML-Dokument erstellen, ja, als leere Seite. Dann fügen wir den ganzen Code hier ein, Sidepanel, Toggle und so weiter. Und jetzt ändern wir hier hinten den Dateinamen. Den haben wir ja geändert von LeftPanelToggle auf LeftPanelToggle minus FB für Facebook. Und dann müssen wir das Ganze natürlich speichern. Unter natürlich, speichern unter. So, die können wir rauslöschen, das war mein Fehler jetzt. Und zwar, wir müssen das als custom.css speichern. So, die Datei liegt jetzt hier in dem Ordner, hat auch alles einwandfrei funktioniert. Und wenn wir das jetzt da hier refreshen, dann passiert überhaupt nichts. Ich mache mal den Firebug wieder zu. Ich kann das auch mit Steuerung F5 refreshen und es ändert sich hier nichts. Warum? Das ist nämlich der Trick bei diesem Template. Man muss das neu speichern. Wir gehen auf Bearbeitet und sagen, ja, keine Ahnung, geben wir einen neuen Namen, B1 zum Beispiel, und sagen als Kopie speichern und sagen schließen und machen dieses Template B1 jetzt zu unserem Standard-Template. Ihr habt das gerade gesehen, es wurde eine Template CSS 11 angelegt. Also, wenn man da jetzt reinguckt, haben wir eine Template 11 CSS. So. Und jetzt da sollte man das refreshen können. Und ihr habt das gesehen, hier hat sich das F schon, oder zeigt sich das F schon. Wenn wir das jetzt ausklappen, sehen wir das immer noch. Das ist schon die neue Grafik. Und egal was passiert, egal wie oft wir das Template jetzt speichern, zum Beispiel als Kopie, weil man arbeitet ja nie auf dem Original, man arbeitet immer auf einem Duplikat. Gesundheit! Man arbeitet ja immer auf ein Duplikat, deswegen speichert man das als Kopie. Und jedes Mal, wenn das Template gespeichert wird, wir haben ja beim Template ja nicht nur das Template installiert, sondern auch das Plugin. Erstellt das Plugin eine angepasste CSS-Datei. Und das war halt in dem Fall jetzt da die Template 11 CSS. Und dadurch, dass wir die Custom CSS angelegt haben, greift er diese ebenfalls mit ab und schaut, ob wir irgendwo was ändern wollen. Und deswegen ist das hier der bessere Weg. Weil jedes Mal, wenn ich was ändere und das in der Custom CSS hinterlege, dann bleibt mir das auch erhalten, auch wenn ich eine Kopie zum Beispiel von einem Template erstelle, beziehungsweise wenn ein Template dann abgedatet wird. Irgendwann im Laufe der Zeit muss man jedes Template updaten, weil Joomla entwickelt sich weiter und natürlich halt auch die ganzen Erweiterungen wie Templates, Module oder was man sonst noch halt so installiert hat. So, ich hoffe, damit konnte ich deine Frage beantworten, Mike. Und ich hoffe, du schaffst es jetzt da problemlos nachzubauen, so wie ich das heute jetzt hier gezeigt habe. Und für alle anderen, das, was wir jetzt mit diesem Element gemacht haben, kann man mit jedem Element auf einer Homepage machen. Und das muss nicht einmal meine Homepage sein, sondern genauso hier auf YouTube kann man Firebug benutzen, um halt einzelne Elemente auszulesen. Hier das YouTube-Logo zum Beispiel. Und dann sieht man,
wo was wie hinterlegt wurde. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sei, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mein kleines Projekt unterstützen würdet. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Mit Däumchen, Kommentaren und eventuell sogar Verbreitungen in sozialen Medien. Ja, dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielleicht im nächsten Video. Ciao!